Zur aktuellen politischen Lage in der Türkei sprach unser Phoenix Online-Reporter Josip Soldo mit Professor Wolfgang Wessels, Politikwissenschaftler der Uni Köln und gleichzeitig Gründungsdekan der staatlichen deutsch-türkischen Universität in Istanbul. Gibt es keine Gespräche zur Regierungskoalition mehr? Der Ministerpräsident Davutoğlu hat ja das Handtuch geschmissen. Wie geht es denn jetzt weiter? Ja, das nächste wird sein, dass der Staatspräsident Neuwahlen ausruft. Und wir werden dann Ende November die Neuwahlen haben. Wir wissen nicht, was in dieser Wahlkampfphase passiert, nicht, welche Entwicklungen noch zu beobachten sind. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie das Ergebnis aussehen wird. Also wird Erdogan wieder eine absolute Mehrheit für seine Partei erreichen können oder nicht? Das ist aber offen. Erdogan wird ja sowieso von so manchen vorgeworfen, dass er von Anfang an nach der verlorenen Wahl, wo er die absolute Mehrheit verloren hatte, dass er von Anfang an dafür war, eben nochmal Neuwahlen zu veranstalten. Ja, es ist manchmal schwierig, in die Motivation reinzuschauen. Er war wohl, so klang es, er ist sehr enttäuscht, hatte sich aber zunächst etwas zurückhaltend geäußert. Und das hat sich jetzt geändert, auch vielleicht durch die äußeren Umstände der Anschläge. Und dass er dann doch nochmal auch für ihn ein Wagnis eingeht, der Neuwahlen. Und das hat er wohl sehr stark den Regierungschef nahegelegt bei den Verhandlungen mit den anderen Parteien. Aber man muss auch sagen, die Positionen zwischen den Parteien liegen weit auseinander, sodass es nicht nur allein vielleicht an Erdogans Willen oder Interesse liegt, sondern wirklich auch daran, dass es in der Türkei schwierig ist, zwischen den Parteien eine Koalition zu bilden. Die Frist läuft ja am Sonntag ab. Wäre es eigentlich nicht normal gewesen, auch die zweitstärkste Partei um die Regierungsbildung zu bitten? Man hätte das denken können, aber auch das sieht nicht sehr erfolgversprechend aus, weil die drei Parteien, die dafür dann eine Mehrheit finden müssten, doch Schwierigkeiten haben, auch nur ein Programm zu entwickeln. Vor allen Dingen, weil zwei Parteien, die beiden kleineren, doch sehr gegensätzliche Positionen haben, was die Kurdenfragen betrifft. Und man kann sich schlecht vorstellen, dass die in eine Regierung hätten eintreten können. Schätzen Sie es denn ein, was war der Grund gewesen, weshalb die AKP, also die Partei Erdogans, die absolute Mehrheit verloren hat? Lag es an der Kurdenpartei? Ja, sicherlich, dass die Partei, die ja von vielen Kurden, aber nicht nur von Kurden gewählt worden ist, über die 10%-Hürde gekommen ist, bedeutete, dass eben die AKP nicht die absolute Mehrheit mehr besitzt, also dass Erdogan nicht mehr die Mehrheit im Parlament besaß. Insofern war das ein Punkt. Der Wähler und die türkischen Wähler, wie in anderen Staaten, schauen sich natürlich das kritisch an. Und es ist ja schon auch ein Erfolg, nach so vielen Jahren über 40% zu bekommen. Also insofern hat Erdogan noch eine sehr starke Wählerschaft hinter sich. Aber man sieht eben deutlich, dass auch in der Türkei nicht einfach immer die Mehrheit bei AKP liegt. Stimmt es dann irgendetwas an den Vorwürfen, die man gegen Erdogan erhebt, dass er die Waffenruhe mit der PKK deshalb unterbrochen hat, um eben einfach Möglichkeit zu haben, mehr Wählerstimmen an sich zu ziehen? Also man vermutet das ja, aber ich muss sagen, als außenstehender Beobachter, doch entfernt von der Lage und auch entfernt von den Entscheidungszentren, ist so etwas schwierig nachzuweisen. Und nochmals, das, was er jetzt macht, hat ja ein hohes Risiko, dass er noch stärker als zuvor in den Wahlen abgestraft werden könnte, weil er eben einen doch Prozess, der von vielen positiv erachtet wurde von Erdogan, nämlich die Versuch der Versöhnung mit den Kurden, dass dieser Prozess nun abgebrochen worden ist. Das ist eine lange Tradition von Erdogan, dass er versucht hat, die Kurden in das politische System stärker zu integrieren, ihnen entgegenzukommen. Dass er das nun abgebrochen hat, braucht nicht notwendigerweise für ihn positiv in den Wahlen sich niederzuschlagen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht das Beste für die Türkei? Ach, das ist immer schwierig von außen zu betrachten, denn viele Elemente, die, glaube ich, wichtig sind, kann man nicht so erkennen. Und wir wissen ja, dass in der Türkei viele Kräfte sind, die man nicht so eindeutig zuordnen kann. Man spricht ja manchmal vom tiefen Staat. Wir hatten auch eine Bewegung, die Gülen-Bewegung, die ja scheinbar an Bedeutung verloren hat, die hinter den Kulissen argumentierte und funktionierte. Also es ist schwierig, letztlich zu sagen, was nun das Beste wäre. Und wir wissen auch, dass die türkischen Bürger ungern Ratschläge von außen aufnehmen. Die sind doch sehr sensibel.
Ich glaube, für eine langfristige Entwicklung der türkischen politischen Kultur wäre es wichtig, dass man stärker noch Koalitionsregierungen wieder lernt zu machen, und zwar solche, die dann auch funktionieren. Es gab ja lange Zeit Koalitionsregierungen in der Türkei, die aber in der Regel dazu führten, dass man sich gegenseitig blockierte, wenig erreichte. Also hier muss man wegkommen von der Freund-Feind-Haltung, die doch sehr stark die innenpolitische Lage dominiert und auch damit zu großen Problemen führt. Also ich, im Augenblick bin ich nicht optimistisch, in welchem Szenario auch immer man doch zu einer stabilen Regierung kommt, die auch noch offen ist, die liberal genug ist, um verschiedene Entwicklungen zu akzeptieren. Erdogan will ja auf Teufel komm raus sozusagen die Verfassungsänderung durchsetzen. Was würden Sie denn empfehlen? Sollte man eine Verfassungsänderung in welcher Form dann auch durchführen? Zunächst muss man mal sagen, Erdogan hat jetzt die bestehende Verfassung doch sehr stark in einem präsidentiellen Sinne interpretiert. Er nimmt sich schon einiges heraus, was nicht direkt gegen die Verfassung spricht, aber was dem Stil der Verfassung, nämlich dass der Staatspräsident sich nicht in politische Entwicklungen einmischen sollte, das konterkariert er. Also er nimmt da schon mehr wahr, als dass an sich die Verfassung einem Staatspräsidenten zuschreibt, ohne dass er notwendigerweise diese bricht. Das müsste man dann genau schauen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man ein Präsidentialsystem einführt, dann muss man auch, so wie im amerikanischen System, Checks and Balances machen. Also man muss Gegengewichte institutioneller Art haben, und die will Erdogan nun auf keinen Fall. Also wir wissen ja, der amerikanische Präsident hat ja doch sehr starke Gegenspieler in Washington, im Kongress, im Senat, wie im House of Representatives, was ja sehr wichtig ist für eine Politik, auch wenn sie dann manchmal schwerfällig erscheint, auch wenn wir uns manchmal wundern, dass Bundesrat und Bundestag nicht zusammenstimmen und manche Politiker sich manchmal über Urteile aus Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht aufregen. Wichtig ist, dass es so etwas gibt, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Und da könnte so ein präsidentiales System doch eine wichtige Entwicklung, die in der Türkei ja vorhanden ist. Es gibt ja viele Kräfte, die in diese Richtung modern denken und agieren wollen, dass diese Entwicklung dann gestoppt wird. Und das würde langfristig doch für ein Problem sorgen. Letzte Frage. Welche Auswirkungen wird es denn, also mit der Türkei-Lage oder neuen Wahlen für die EU und für Deutschland geben? Also für EU sind ja die Gespräche, was einen Beitritt der Türkei betrifft, sowieso eingefroren. Da gibt es verschiedene Gründe, die teilweise auch in der EU liegen. Einige Staaten wie Zypern blockieren das, andere sind auch nicht besonders interessiert, wie Deutschland etwa. Sehr stark dagegen sind Österreich. Also die Beitrittsverhandlungen sind sowieso schon auf Eis gelegt, was ich bedauere. Nicht, dass ich notwendigerweise argumentiere, Türkei sollte nun Mitglied werden, aber eine Annäherung ist immer gut für beide Seiten. Für Deutschland bedeutet das, wie auch immer die Wahl ausgeht, und für die EU generell, Türkei ist ein wichtiger Partner, ein wichtiger Staat, mit dem man sicherlich in vielen Fällen weiterarbeiten muss und sollte und jede Möglichkeit nutzen, eben im Gespräch zu bleiben. Also wir sollten da aufpassen, nicht zu frühzeitig, wie auch immer die Wahlen ausgehen, eine negative Reaktion zu machen. Man kann das natürlich negativ einschätzen, aber man muss aufpassen, dass man hier Gesprächsfaden nicht reißen lässt, weil das ein wichtiger Partner in der Zukunft ist und auch sicherlich mit dem man viele Probleme sinnvoll angehen könnte. Vielen Dank für diese Einschätzung.